Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Metal Gear Solid. Metal Gear Solid am NES, aber was war denn da? Wie kam das alles? Metal Gear erschien ursprünglich am 8. Juni 1987 für MSX2 Heimcomputer und noch im selben Jahr in einer leicht abgewandelten Version für den NES, basierend auf der NES-Version, an der Kojima nicht beteiligt war, gab es später noch einige weitere Portierungen, unter anderem für den C64 und MS-DOS. Umsetzungen der MSX2 Originalversion gab es anfangs ausschließlich in Japan für Mobiltelefone und als Bonus in der GameCube-Neuauflage Metal Gear Solid Twin Snakes. Eine offizielle Umsetzung außerhalb Japans gab es dagegen erst 2006 als Beilage zum Metal Gear Solid 3. Später folgte auch ein Download-Angebot für die Wii. So Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt schauen wir uns noch, bevor wir zum Zocken anfangen, schauen wir uns auch noch den Trailer an. Metal Gear. ファミコン用カセットメタルギア発売中。ナーメン。Oh yeah, super Werbung, oder? Super Werbung für Metal Gear. Episch, episch. Mal schauen, ob das Game auch so unterhaltsam ist und wie hier die Anfänge von Metal Gear so waren. Ich habe Metal Gear Solid 1 noch nie gezockt und zock's jetzt sozusagen erstmals mit euch zusammen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Wir kriegen hier einen Call rein. Den Call nehmen wir an mit Select, runter und H. Der Big Boss weiht uns ein. Okay. Okay. Bla bla bla. Missionsbriefing. Ich spare mir das jetzt groß vorzulesen. Whatever, whatever. Lasst uns das weitermachen. Aha, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich werde müde? Ich habe doch gerade angefangen, warum wäre ich schon wieder müde? Ach, der Typ wird müde. Alles ja gut. Jetzt fällt er in Schlaf. Und er geht dabei? Ah ja. Kann ich da jetzt einfach hingehen und dir auf die Schnauze hauen eigentlich? Nein. Hat so auch funktioniert. Hätte ich jetzt irgendwie warten müssen oder so wahrscheinlich. Noch länger warten müssen. Kann ich da jetzt irgendwie einsteigen? Nope. Kann ich den anschieben? Nichts. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Das sind lauter Hunde. Kann ich irgendwie schleichen? Kann ich irgendwie eine Waffe ausrüsten? Nö. Kann ich mich irgendwie anders ausrüsten? Mit Zigaretten, okay. Metal Gear Zigaretten. Ja, ich glaube, durch Zigaretten werde ich jetzt nicht leiser werden. Ich schleiche mich da einfach so durch. Ich weiß nicht, wie hätte ich da durchkommen sollen? Kein Plan. Da ist auch ein Hund. Schön für den Hund. Da ist Sackgasse. Okay. Kann ich da irgendwas an den Hunden erkennen, ob die schlafen? Nicht wirklich, oder? Ich kann nur da maximal an der Seite vorbeigehen. Das ist das Einzige, was mir da einfällt. Na, das bringt nichts. Kill mich. Kill mich total. Ich check's nicht. Ich glaube, ich check's nicht. Ich weiß, ich check's nicht. Game over. Ein kurzes Abenteuer. Okay. Ich mach das jetzt mal ein bisschen taktischer. Ich gehe jetzt mal ganz taktischer. So mit Kopf und so. Schau mal, ob das hilft. Ich gehe rein.
Warte, bis der einschläft. So. Eingeschlafen, geh vorbei. Mache ich mal einen kurzen Zwischenspeicher. Ich kann das ja. Konnte man damals natürlich nicht. Dann gehe ich an den Hunden vorbei. So. Wunderbar, hat auch geklappt. Gehe am nächsten Hund vorbei. Einfach runter nur. Erwischt mich gar nicht. So, da wart, bis der eingeschlafen ist. Geh vorher ein bisschen in Deckung. So. Ja, ist schon wieder müde. Und tschüss. An dem auch vorbei gesneakt. So, da jetzt kommt das Schwierige. Da muss ich da auf. Ah, jetzt. Wieso haben mich die gesehen? Kann ich wieder zurückgehen? Ja, ist wurscht. Ich glaube, da kann er mich nicht sehen, oder? Jetzt warte ich, bis der untere wegschaut. Und der obere auch. Die Deckung. Hat er mich nicht gesehen. Wunderbar. Gut so. Dann warte ich wieder, bis der runterschaut. Komm, geh weg. So, da. Schau runter. Sehr gut. Und auf die Schnauze. Okay, habe ich relativ wenig jetzt verloren. Aber jetzt wird es spannend. Ah nein, auch nicht. Das ist jetzt wieder der blöde Hund. Lass mich nur da. Blöder Hund. Brauchen wir nicht. So. Wie machen wir das? Da rechts gehen. Ich schau mal, wann sie mich angreifen überhaupt. Wann checken sie, dass ich da bin? Wie nah darf ich dran sein, bis sie es verstehen? Ziemlich nah ist die Antwort. Ziemlich nah. Muss ich nur warten, bis der andere wegschaut. Ja, genau. Der hat weggeschaut, hat nicht bemerkt, dass sein Kumpel da 2 Meter daneben voll auf die Glocke bekommen hat. Und ich gehe weiter. So, ich warte, bis der nach oben schaut. Ich meine, das kann ich besser, Ich habe abgespeichert, das kann ich besser. Das ist einfach nur Pech. Nein, schon wieder. Wieso checkt ihr das? Habe ich einfach immer nur Pech? Na, habe einfach nur Pech gehabt. Der checkt null. Die sind dumm wie Stroh eigentlich, die Gegner. Okay, und jetzt? Mach ich jetzt hier? Kann ich jetzt irgendwie reingehen hier? Ist irgendwo ein Eingang? Nö, kein Eingang. Die schauen synchron immer in die gleiche Richtung, das ist natürlich praktisch. Aha. Und gibt es da jetzt was hier? Ja, da gibt's was. Was habe ich denn hier Schönes? Was ist das? Was war das? Was ist das? Aha, eine Karte. Das wird eigentlich hier ein Tor öffnen damit dann. Jetzt komme ich raus und jetzt spawnen natürlich die Gegner wieder instant. Und machen mich platt. Aber ich habe es irgendwie überlebt. Na, wieso? Ich wollte nicht nochmal reingehen. Die respawnen ja gleich wieder. Ah, das mit dem Respawn ist echt dumm. Ah, die paar Bytes für einen Speicher, ob die schon tot sind oder nicht, die hätten sie sich leisten können, oder? Oh Mann. Das ist echt schade. Okay, nochmal. Gar nicht so schlecht ist die Idee eigentlich, so reinzugehen. Und wenn ich jetzt rausgehe, kommen die ja sowieso. Kann ich dagegen irgendwas machen? Nein, oder? Aber ich habe alle platt gemacht. Das ist gut. Und da ist jetzt ein Tor ein verschlossenes, aber ich habe so eine Keycard.
kann ich die jetzt hier irgendwie benutzen? Kann ich die hier irgendwo benutzen? Nein. Aber hier ist noch ein Laster. Vielleicht kann ich noch in diesen Laster hier auch noch reinschauen. Nein. Oder doch? Kann ich. Der Truck fährt weg. Boah, da wird man gut durchgeschüttelt hier. Okay, jetzt sind wir irgendwo angekommen. Aha. Schauen wir mal raus da. Aha, okay. Ah, da brauche ich jetzt meine Keykarte. Okay, gut, ja. Ah, Wache wechselt sich ab. Das ist ja praktisch. Unabsichtlich alles richtig gemacht. Okay, hier kommt die Wache und hier kommt die Fresse. Und jetzt? Kann ich darüber gehen? Ja, ist schon ein cooles Spiel, also. Vor allem so ganz anders. Gibt so am NES nichts Ähnliches, glaube ich. Würde mir jetzt nichts einfallen. Ja klar, ist mit den NES-Möglichkeiten jetzt so von der Stealth-Technik recht begrenzt. Aber, boah, das könnte ich mir schon vorstellen, länger zu zocken. War am Anfang ein bisschen schwer zum Reinkommen. Will ich jetzt nicht kleinreden. War am Anfang ein bisschen schwer zum Reinkommen. Aber mit Safe Games ist es sowieso easy, cheesy und lässig. Man sollte es vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Xbox-Controller zocken. Nicht so gut. Da wäre wieder mal der Retro-Controller angesagt. Und ich lasse mal den Vorspann ein bisschen laufen, während ich quatsche. Und ja, also mit besseren Controller geht es sicherlich auch nochmal. Wenn man sich da ein bisschen an die Logik und an die Physik gewöhnt hat, geht das Spiel auch sicherlich nochmal um einiges besser. Kann man zocken, wirklich wahr. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mal gedacht, das ist einfach nur umsonst so gehypt. Aber nicht wirklich. Es macht schon Spaß. Ja, das ist die Wertung. Die offizielle Wertung ist, kann man zocken. Ja, macht schon Spaß. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ja, Kommentare bitte. Wenn ihr den ersten Teil auch gut findet, dann schreibt mir was in die Kommentare. Wenn ihr es nicht gut findet, schreibt mir trotzdem was in die Kommentare. Ansonsten sage ich bitte einen Daumen hoch und abonnieren, wenn ihr mehr NES-Games sehen wollt, wenn ihr mehr NES-Zeug sehen wollt, bitte abonnieren. War jetzt ein paar bitte zu viel. Egal. Ich bin raus, das war's für heute. Ciao.